Willkommen in der VIP Lounge. Ich bin der Free Agent und heute bei mir zu Gast der Atze Mark. Atze Mark hat aus seiner Garage das Objekt 430 rausgeholt. Das ist ein russischer Mediumpanzer der Stufe 10. Und er zeigt uns hier auf der asiatischen Karte Pearl River in einem Standardgefecht, was er denn so reißen kann. Zur Verstärkung hat er sich den Super Johnny in einem 62A mitgenommen und den Hoda in einer Conqueror Arty. Und so ein VIP-Gefecht muss ja immer auch was Besonderes haben. Und hier haben wir gleich mehrere Sachen. Denn den Anfang machen hier mal zwei ganz andere, die mit dem Tropier gar nichts zu tun haben. Mehr ist zu den beiden Clowns eigentlich auch nicht zu sagen. So wird aus einem 15-Mann-Team ein 13-Mann-Team. Das sind gute Voraussetzungen gleich am Anfang. Aber was soll's, man muss die Dinge so hinnehmen, wie sie sind. Der Atze und der Super Johnny zieht es Richtung Süden auf der Karte. Oder in seiner Art, die ist selbstverständlich im eigenen Base-Bereich geblieben. Einige der Heavies zieht es in die Mitte der Karte zu den Bergen hin. Und unsere beiden Medis hier, die schauen jetzt mal, was sie hier unten so finden können. Und da hat der Arzt auch gleich neue Freunde gefunden. Gleich drei an der Zahl. Hier öffnen sofort das Feuer auf ihn. Die mögen ihn nämlich anscheinend gar nicht so. Nur mit dem Treffen haben die Leute das nicht so. Beziehungsweise Treffen tun sie. Nur mit dem Schaden. Da lässt er es irgendwie zu wünschen übrig. Als ist es aber nicht ganz geheuer, also ruft er hier mal um Hilfe. Sagt dem Hoda Bescheid. Der lässt sich nicht zweimal bitten. Visiert sie an und schickt mal einen Gruß von oben. Das hat Atze die nötige Zeit gegeben, um sich hier mal ein bisschen zu entspannen und die Kette zu reparieren. Jetzt nimmt er sie wieder aufs Korn hier. Da ist noch ein 110er. Der hat ihm mal wieder die Kette gezogen. Und der nächste 110er. Wieder kein Schaden. Atze hingegen tut sein Bestes hier und haut raus, was so geht. Jetzt hat er von dem ersten 110er die Nase voll und hat ihn in die Garage geschickt. Aber irgendwo muss ein Nest sein. Da ist schon wieder einer. Jetzt ein Tiger. Der setzt erstmal daneben. Rechts kommt der nächste. Aber dafür hat er ja einen Super Johnny, der das regelt. Wieder Kette weg. Und jetzt ist dem Atze das zu bunt. Also schnell nochmal dem Bruder Bescheid sagen. Bruder lädt nach. Bruder visiert an. Bruder schießt. Und Bruder trifft. Ein schöner Volltreffer. Jetzt ist der Tiger auch in die Garage geschickt, kam mit dem 110er zusammen weinen, dass das Match so schnell vorbei war. Und auch der letzte 110er aus der Ecke hier ist weg. Nun möchte der Arzt zurück oder auch nicht, dreht hier nochmal eine Runde. Da hat die eine Kugel wohl dem Fahrer so böse am Kopf getroffen, dass der nicht mehr weiß, was er will. Super Johnny zieht's zum gegnerischen Cap. Aber Atze ist mit dem Ergebnis hier noch lange nicht zufrieden. Er hat noch die Hälfte seiner Strukturpunkte und die will er nun auch noch einsetzen. Da gibt es noch genügend Gegner, die er beschießen kann. Der KV4 hier steht schön an den Häusern. Dementsprechend weiß Atze, dass hier keiner mehr sein kann. Das hätte der KV4 schon längst gemeldet. Also kann er hier in Ruhe weiterziehen am Fluss längs. Das Zurückziehen hat auch den Vorteil, dass seine Arti, die ihm so gut geholfen hat, hier jetzt erstmal so keiner attackieren kann. Hier eine kleine Sprungschanze, die Nutzatze, kleine Flugeinlage vom Objekt
Jetzt wissen wir auch, dass russische Panzer springen können. Hier vorne ist noch nichts, also folgt er mal den Heavys vom Anfang in die Berge, nimmt den Haupteingang hier und sucht sich jetzt das nächste Opfer. Aber da hat er ausgerechnet einen Autoloader vor sich, der schießt auch sofort auf ihn, verpasst ihm den ersten. Das geht auch ein zweites Mal. Jetzt hat Atze nur noch 50 seiner Strukturpunkte. Das ist nicht viel. Wenn er jetzt irgendwo gegenfährt oder runterfällt, sind die 50 Punkte schneller weg, als er gucken kann. Und da er das weiß, legt er den Rückwärtsgang ein und sieht erstmal zu, dass er von dem Autoloader da wegkommt. Gott sei Dank hat er hier noch einen Verbündeten. Der kann sich hier in die Mitte stellen, verpasst dem Autoloader auch einen und sorgt dafür, dass der nicht dem Atze weiter nachstellt. Nun zieht Atze erstmal hier hinter die Häuser, eine sichere Position finden mit ein bisschen Deckung. Aber 50 Punkte reichen durchaus, um weiterhin hier Schaden auszuteilen. Und da da noch ein E100 rumstand, mit ganz, ganz vielen Strukturpunkten, legt er jetzt auf den an und schickt ihm mal einen Gruß rüber. Und wieder mal mit Schaden. Da hat ihn der E100 aber auch gesichtet bei. Nun muss er sich in das Haus zurückziehen. Warten, bis die Tarnung wieder an ist. Das ist jetzt soweit. Jetzt auf die rechte Seite vom Haus. Wieder anlegen. Wieder schießen. Und wieder Schaden machen. Der E100 ist mittlerweile sauer. Wollte sich rächen. Das hat nicht geklappt. Der ist mal schön daneben gegangen. Aber das kennen wir schon. Jetzt sagt Atze mal Bescheid. Und wie wir wissen, lässt sich der Hoder da nicht zweimal bitten. Legt an. Da geht der E100 jetzt zu. Das macht aber nichts. Die Kugel ist unterwegs und die Kugel hat getroffen. Jetzt hat der E100 noch etwas über 600 Punkte. Das ist schon wesentlich besser für den Atze. Der schickt da noch einen rein. Und jetzt ist der E100 mehr oder weniger One-Shot und richtig sauer. Hat die Scheuklappen jetzt vorgelegt, sieht nur noch den Atze und den will er jetzt unbedingt raus haben. Das scheint ihn doch richtig genervt zu haben, dass er da so viele Punkte bei verloren hat. Guckt nicht nach rechts, guckt nicht nach links. Den KV-4 hinter ihm sieht er auch nicht mehr. Das gibt dem die Möglichkeit, ihm schön hinten reinzuschießen, aber auch das interessiert den E100 nicht. Der hat nur noch das Objekt im Kopf. Das gibt dem KV-4 die Gelegenheit nachzuladen und den E100 rauszunehmen. Schönes Teamwork hier, bestens. Jetzt versucht Atze seinerseits dem KV-4 zu helfen, kommt von hier aber in keinster Weise daran. Aber es gibt ja noch einen Hoder. Der hat da reingehalten und hat dafür gesorgt, dass der KV-4 nicht runtergeschossen wird. So, nachdem Atze hier bei der ersten Runde doch ganz viel Glück gehabt hat und mal einen Autoloader gefunden hat, denkt er sich bestimmt, mache ich nochmal eine zweite Runde, das geht bestimmt nochmal. Irgendwas finde ich hier schon. Und mit 50 Punkten kann ich ja richtig einen dicken Max machen hier. Aber hier ist nichts mehr. Sind ja auch nicht mehr viele Gegner über, die drei Stück da. Ist ja nicht mehr viel. So, der steht auf dem freien Feld, also vorgezogen. Leicht schräg gestellt, das Ding. Angelegt und draufgeschossen. Das Objekt 430 lädt sehr schnell nach. Dementsprechend kann er eben den zweiten verpassen. Und was zweimal geht, geht auch ein drittes Mal. Also rausgenommen. Jetzt sind es nur noch zwei Gegner. Und da der Atze am Kreise ziehen Spaß hat, zieht er jetzt nochmal einen Kreis und nimmt die Richtung wieder ein. Schön an den Häusern vorbei, die scheinen ihm zu gefallen. Letzte Position des verbliebenen kämpfenden Panzers war rechts, da ist er auch wieder aufgeleuchtet. Nun muss Atze zusehen, dass er sich hier durch die Häuser schlängelt und irgendwie da hinkommt. Wenn er von dem noch was abhaben will, muss er sich beeilen, denn seine Verbündeten schießen da fleißig drauf. Und der Weg ist doch noch recht lang. Die Stelle hier kennt er schon. Und da ist es auch passiert. Die Verbündeten haben Atze keine Chance gelassen,
Aber zumindest kann Atze jetzt die dritte Runde hier durch die Berge machen. Hochziehen. Da nochmal den Berg mitnehmen. Gucken, ob er von den 50 Punkten vielleicht noch was verlieren kann. Wenn die Gegner es schon nicht schaffen, ihn da runter zu schießen. Jetzt nimmt er hier den Mittelweg Richtung Base, damit er schön erhöht steht. Und mit Glück die Artillerie, die verblieben ist, da nochmal beschießen kann. Hier steht eine ganze Menge Panzerschrott rum. Da muss er sich jetzt nochmal durchschleichen. Und da hat er auch die gegnerische Party gefunden. Schießt drauf, nimmt ihr Schönpunkte weg, lädt schnell nach und nimmt tatsächlich auch den letzten verbliebenen Panzer raus. Glückwunsch zu einem sehr erfolgreichen Spiel. Schauen wir mal kurz auf die Stats. Es hat gereicht für die erste Klasse-Auszeichnung. Die drei haben verdienterweise die Waffenbrüder-Auszeichnung erhalten. Und er hat mit dem Medi die Stahlwand-Auszeichnung erhalten. Schmeißen wir mal einen Blick auf die Zusammenfassung. Wir sehen, dass die drei im Zug natürlich alle oben stehen und ihr Team hier anführen. Der Atze hat insgesamt 5560 Damage austeilen können, hat dabei 4 Kills gemacht und das wurde belohnt mit 1177 Erfahrungspunkten. Der Super Johnny hat 5829 Schaden machen können, 3 Kills gemacht und auch hier gab es die Belohnung in Höhe von 1091 Erfahrungspunkten. Und der Hoda war auch nicht untätig, wie wir gesehen haben, hat 3338 Schadenspunkte rausgeteilt, auch 3 Kills gemacht und wurde immerhin noch mit 829 Erfahrungspunkten belohnt. Im Gesamten gab es für den Atze rund 84.000 Credits, die er eingefahren hat. Dann kam die Autoreparatur und Munitionsauffüllung zu Buche und unterm Strich hat er 33.000 Credits mit dem Premium-Konto davonschleppen können. Und ohne Premium-Konto wäre er immer noch mit rund 5.000 Credits dabei gewesen. Da das Premium-Konto nun mal vorhanden war, wurden die Erfahrungspunkte auf 1765 angehoben. Also rundum ein gelungenes Spiel. Nochmals danke, Ärzte, fürs Einsenden und zur Verfügung stellen. Da habt ihr dreimal gezeigt, was man dann alles so anrichten kann als Team. Und auch wenn man so zwei Clowns am Anfang hat. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder hier auch mal dabei sein wollt, schickt mir euer Replay. Vorher abonniert ihr meinen Kanal. Und dann werde ich, wenn es reinpasst, das bei einem der nächsten Folgen dann auch zeigen. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis zum nächsten Mal, wie immer, eine gute Jagd.